Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die hier bei Explorer AP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit dabei der Dara, grüß dich. Und wir sind in der City in einem Gefängnis gelandet, letzte Folge. Haben angefangen zu looten. Unsere eigentliche Hauptbasis ist ja auch ein Gefängnis, aber weiter weg. Der Dark ist schon am Weg nach Hause, der hat die Taschen voll. Hast du eigentlich bei uns in der Basis den Geheimraum gefunden? Warst du da auch dran? Das ist für ein Geheimgang. Da geht von der ersten Etage aus und von irgendeinem Raum eine Leiter nach oben. Dann kommst nach oben. Du. Da ist so eine Hängematte schon. So ein Bett. Das ist meine. Da ist nur ein Raum ohne Türen. Okay. Okay. Weil ich hatte irgendwo schon eine Leiter gehabt, da habe ich direkt meine Hängematte reingelegt. Ja, vielleicht waren die Räume identisch, aber da ist dann halt bei uns nichts. Kann natürlich auch sein. Ist ja random regeneriert. So, wir schauen mal, ob wir hier noch was abgreifen können. Beziehungsweise looten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, aber die ganze Looterei hat uns bis jetzt hier nicht wirklich weitergebracht. Ne? Zwei Kochbücher bringe ich hier mit. Also für dich war es wahrscheinlich dann eher ein Erfolg als für mich. Schrotfinte haben wir jetzt in der letzten Folge gefunden, aber die hat eine Haltbarkeit von 13, also Pipifax. 10 Schuss, dann ist er durch. Ja. Gut, aber 10 Schuss können dem Explorer den Arsch retten. Ist trocken, ne, ist noch nicht. Ja, schau mal, vielleicht finden wir ja hier was. Auch nicht. Hier nochmal, das ist eine Eisentür, ne? Da werden wir nicht reinkommen. Auch gesperrt. Mal ein bisschen orientieren hier. Mach das mal weg. Gucken, ob dahinter noch ein Raum ist. So, dauert ein bisschen. Gesperrt. Oh, da ist ein Raum hinter. Dann schauen wir natürlich, wenn er so verbarrikadiert ist, könnte ja eventuell was kommen. Nur, dass kein Zombie kommt, weil wir haben noch 15 Lebenspunkte. Wir halten immer aus. Okay, ist ein Bücherregal, eine Lootkiste, das ist schon mal nice. Aber das schmeißen wir mal eben. Ja, die versuchen sich gerade von draußen hier reinzuknüppeln, aber durch den Beton, das wird seine Zeit dauern. Will ich nicht drauf wetten. Lass mich doch in meinen guten Glauben. Sperrt. Ich glaube, hier geht's aber sowieso nur raus. Hier haben wir schon gelootet. Dann haben wir hier unten alles, dann gehen wir in die Etage höher. Ich baue jetzt noch auf dem Weg ein bisschen Aloe und Yucca ab. Was ich so noch finde. Ich glaube, wir werden mal noch ein bisschen beschäftigt sein. Walkmans finde ich gerade ohne Ende. Ja, die brauchen wir für eine Quest später. Wir haben ja diese Ausrufezeichen, ne? Ja, ja. Irgendwie eine komische Krokodil-Geldbörse finden. Ja, ich brauche Zigaretten, glaube ich. Keine Ahnung, was man kriegt. Ja, das ist Random Loot. Findest du halt auf dem Weg. Aber wahrscheinlich nicht so häufig in der Wüste. Man weiß es. Nochmal Munition, eine 31er Pistole. Schade, dass man die nicht zerlegen kann. So. War schon nice. Ja, bestimmt muss ich Metall. Und wir looten weiter. Geht das? Brauchen wir Klebeband? Immer. Ja. Immer so. Du kannst übrigens auch normalen Kleber. Ja? Kannst du zu Klebeband machen, ne? Aha. Falls du jetzt gerade mal Platzmangel hast.
Und noch eine Türe. Ich weiß, dass da kein einziger Zombie drin ist. Das macht mir ein bisschen Angst. Wir können uns ja jetzt Gott sei Dank ansatzweise verteidigen hier. Ja, im Nahkampf ist die ist das Schrotgewehr natürlich ideal, ne? Ja, ich hatte da auch die Tage mal ein paar Videos geguckt. Von anderen YouTubern. Mit der Schrotze ganz schön abgegangen. Gerade wenn dann mal so eine Horde vor der Tür war. Dann auch von oben rein und gib ihm. Ja. Hat sich die Arbeit hier super, super gelohnt für einen Müllsack. Der Fair Federn, das hat. Ja, danke schön. Sind wir denn jetzt? Ja. Überlegen. Immer noch gerade noch ein Schwein. Dein Bert. Bert. Ich glaube, das war's dann hier mit Looten. Bert. Da sind wir gekommen. Geht's wieder runter. Sehr, ne? Dann gehen wir mal hinten nochmal hoch, von der anderen Seite. Dann können wir die Mücke machen. Dann war es das hier leider schon. Weil die mit massiven Metalltüren werden wir nicht aufkriegen. Das können wir knicken. Geht's nicht? Weil, ah, hier geht's noch eine Etage, ja. Ja. Dich auf. Ich geh mal auf, okay. Tageslicht. Noch eine Munition. Hey, läuft. Nicer Dicer. Mir hat da hier noch irgendwas versteckt. Hier unten war Hanf, hier ist Zigarettenpapier, können wir unsere schöne Tüte drehen. Freunde. So, das sieht doch gut aus. Ich bin zu Hause. Ja, den langen Weg haben wir noch vor uns. Klingt mir grauen. Ja, ich wollte gerade sagen, waren auch diverse Zombies gerade am Rumlaufen. Natürlich alle erledigt hast, damit wir schneller durchkommen. Nein. Aber sowas, von nein. Gut. Ich könnte Munition herstellen, fällt mir gerade mal auf. Brauche ich. Wieso kann ich die jetzt nicht herstellen? Was fehlt mir denn da jetzt? So, die Bullets. Aha. Wohl, was wir ausprobieren könnten. Ich habe doch Dynamit dabei. Was ist jetzt mit Dynamit? Ja, mal gucken, ob man damit so eine schwere, massive Tür aufgesprengt kriegt. Wahrscheinlich nicht. Nur die Frage: Wir sollten uns eine vernünftige Tür aussuchen. Wo du alles dein Zeug reingeschmissen. Ich hab dich gefragt, du hast gesagt, ja mach erstmal. Hab ich dann gemacht. So viel Zeug war es gar nicht. Ja doch, die ganzen Pistolen und sowas. Hier ist nur eine Sporttasche drin und ist halt eine Holzkiste. Klo. Wird wahrscheinlich nur, aber sonst noch eine interessante Türe hier unten. Hm. Okay. Und das denn? Jetzt in 20 Sekunden die Anzeige siehst, Explorer ist tot, das war das Dynamit. Mhm.
Hat er es geschmissen? Wohin? Ist durch den Boden gebackt. Was ist das denn für eine... Ja, Funst ja. Super. Hat's gebracht, Freunde. Warte mal nachher. Ja. Ich hab eine Horde. Hab ich eine Horde vor der Tür? Gut, wir hauen ab. Frage, wo kommen wir jetzt raus hier? Alter, geht's euch gut? Wie viele Slots haben wir denn jetzt noch frei? Ein Loot-Slot. Wir könnten rein theoretisch versuchen, beziehungsweise zwei Slots. Und noch ein Gebäude sehen, weil wir werden jetzt hier die Kisten reinbremsen. Die Holzrahmen. Zwei Slots, zwei. Ein Feuerwehrauto. Nichts drin. Gar nichts. Haben wir noch ein interessantes Gebäude hier. Das ist blöd, wenn wir nicht wissen, wo wir schon drin waren und wo nicht. Die Schwester weg. Hier rein. Hau bloß ab. Fledermäuse. Es gibt Fledermäuse. Oder? Oh, was ist das denn? Panzerglas oder was? Schreien. Alter, alles durch. Das ist ein Händler hier oder was? Das ist kein Händler. Was ist denn das hier? Hallo? Eine Autowerkstatt. Noch eine Munitionskiste. Können wir die irgendwie Taschenlampe? Ne, die brauchen wir nicht. Mehr zu legen. Ja. Blutkisten an der Decke. Oh, was Neues. Mal schauen. Desktop-PC, ernsthaft. Eine Waschmaschine. Wer hängt denn bitte schön eine Waschmaschine an die Decke? Wer macht sowas? Na egal. So. Futteralien. Das da rein, das da rein, das da rein. Was denn? Altes Hoflicht. Benutze das Drahtwerkzeug, um eine Leitung vom Stromerzeuger zu dieser Lampe zu ziehen. Dann solltest du sie einschalten können. Brauchen wir sowas, sonst zerlege ich sie. Zu spät. Yucasam können wir noch. Kriegen wir so. Was haben wir denn hier noch? Tschö, Freunde. Welche Richtung müssen wir denn jetzt? Leere Gläser. Nein. Was bist du? Kirsche. Was soll's das?
Frisch ist zu. Aber kein Sonntag. Das Krematorium ist ja Dark Knight, aber dann wäre es ja hier offen. Also. Gut, da kommen wir aber auch nicht rein. Wir müssen da lang. Aber ein Kaffeebohnen, egal. Athletik ist auf Level 17. Haben wir hier schon dran? Ja, ich glaube schon, ne? Irgendwie despawnen die Zombies. Mir ist schon ein paar Mal aufgefallen, wo uns ein Zombie steht und 2 Sekunden später ist er weg. Lootabnahme-Kit. Wieso loote ich eigentlich immer noch? Was stimmt mit dem Explorer nicht? Warum ist er so habgierig? Geil aufs Loot. So, zerlegen. Schießpulver. Gesperrt. Freigeschaltet. Und wieso hebt der Topfpflanzen auf? Weil es kann, Freunde. Ganz einfach, weil es kann. Alles. Oh, Error, ich glaube, mein Spiel ist abgestürzt. Wie komme ich aus der Konsole raus? Bist du noch da? Oder ist unser Internet abgestürzt? Ich weiß es nicht. Gut, dann würde ich sagen, wir sind bei 17 Minuten. Machen wir hier einen Cut für heute. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.